Es ist wohl einer der größten Berufswünsche im Kindesalter, einmal Feuerwehrmann zu werden. Es ist zwar kein Handwerksberuf, aber eine Aufgabe, der sich viele Handwerker ehrenamtlich oder auch hauptamtlich widmen. Und damit herzlich willkommen zu einer brenzligen Ausgabe von HWK TV. Wir zeigen Ihnen Feuerwehren, löschende und rettende Handwerker, aber eben auch die Handwerksunternehmen, die sich der Herstellung von Lösch- und Rettungsfahrzeugen widmen. Und bei der Herstellung des nächsten Beitrags gab es eine große Überraschung. Tatütata, die Feuerwehr ist da. Was uns allen aus Kindertagen bekannt ist, bedeutet im Alltag den Einsatz der Retter mit ihren roten Fahrzeugen, die Verantwortung für Leib und Leben anderer übernehmen oder Sachwerte vor der Zerstörung bewahren. Rücken sie aus, ist es in der Regel ernst. Entwarnung gilt für diesen Fall, denn die Freiwillige Feuerwehr Siershahn im Westerwald hatte, und das war so nicht für die Aufnahmen von HWK TV angekündigt, gerade während der Dreharbeiten einen Probealarm. Brandmeister und Drehleiterfahrer Mario Döpfer war so im Vorteil, denn während die anderen Aktiven der Wehr in Windeseile anrücken mussten, wartete er, fertig eingekleidet und abfahrbereit, auf den Einsatz. Zuerst auf den für die Fernsehsendung mit Auslösern des Alarms dann in Richtung Brandherd. Im Alltag ist Mario Döpfer Handwerker und Werkstattleiter im Unternehmen Jonas Schaltanlagenbau in Siershahn. Ein Unternehmen, das weltweit im Einsatz ist und sich über volle Auftragsbücher freuen kann. Insofern an den Mitarbeiter und freiwilligen Feuerwehrmann sowie den Chef gleichermaßen die Frage, wie man mit der Tatsache umgeht, dass ein wichtiger Mitarbeiter im Ernstfall das Werkzeug stehen und liegen lässt und gegen den Löschschlauch tauscht. Wir unterstützen die Feuerwehr, weil wir einen sehr guten Kontakt zu dem Siershahner Ortsverein haben und wir wissen auch, wie wichtig das ist, dass solche Leute jederzeit bereit sind, im eigenen, oder es kann ja sein, dass man selber mal in der Not ist und braucht die Unterstützung, oder auf der Autobahn sind die sehr oft im Einsatz und wir sind froh, dass wir solche Leute haben. Ist nicht der einzige Feuerwehrmann, wir haben, ohne jetzt lange nachzuzählen, mindestens noch 5 oder 6 und wir sind froh, dass wir den Verein unterstützen können und dass wir solche Leute auch in der Firma haben. Spannend sind nicht nur Döpfers Einsätze als Feuerwehrmann, sondern auch die als Handwerksmeister. Wir sind hauptsächlich im Einsatz im Brandschutz bei uns in der eigenen Verbandsgemeinde. Durch die Drehleiter, aber auch außerörtlich, also auch Nachbarverbandsgemeinden, die keine Drehleiter haben. Zudem auf der A3, Dernbacher Dreieck, jedem ein Begriff, also da rücken wir aus. Genauso wie die neue ICE-Strecke Köln-Frankfurt, auch die rauscht an uns vorbei mit dem längsten Tunnel, dem Himmelfeldtunnel und dem Dernbacher Tunnel mit teilweise über 8 Kilometer Länge. Auch da sind wir zu betreuen, in Tunnelbetrieb wie auch auf der freien Strecke. Ich muss sagen, die 2 Chefs, die wir haben, sehen ja doch schon recht kulant. Und sie wissen ja auch, dass wir, wenn wir wirklich mal abhauen, weil wir mehrere Feuerwehrleute bei uns in der Firma sind, dann nicht aus Jux und Dollerei machen, sondern wirklich nur dann laufen, wenn es brennt, sagen wir mal so einfach. Und jetzt zögern das Ganze auch nicht länger hinaus, wie es sein muss. Die Chefs ziehen beide damit. Sie wissen auch genau, dass wenn wirklich mal Arbeit liegen bleibt, dass irgendwie schon wieder aufgeholt wird. Also eine Hand wäscht die andere. Wenn die schreien, sind wir auch da. Die Auftragsbücher sind voll und die Auslastung reicht weit ins Jahr 2009 hinein. Kein Wunder also, dass man für die Abwicklung Kooperationspartner aus dem Elektrotechnikerhandwerk sucht. Stichwort Alltag. Für Handwerker wie Mario Döpfer gehört das Retten, Löschen und Bergen einfach dazu. Ganz andere Unternehmen sorgen dafür, dass die Feuerwehrmänner überhaupt mobil und gut ausgerüstet zum Einsatzort kommen. Im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es gleich mehrere Karosserie- und Fahrzeugbauunternehmen, die ganz individuell auf Kundenwunsch Löch- und Rettungsfahrzeuge bauen. Und eines dieser Unternehmen befindet sich im Schatten der Nürburg. Die Nordschleife, einen Steinwurf entfernt, baut in Meuspart das Handwerksunternehmen KfB Extramobile seine Spezialfahrzeuge. Das reicht von tonnenschweren Sondermobilen bis hin zu flotten Einsatzfahrzeugen für die Unfallrettung oder ganze Feuerwehren. Hier plant man die Fahrzeuge am Computer, setzt die Softwareideen handwerklich solide in der Werkstatt um und lädt den einen oder anderen Kunden anschließend sogar zum gemeinsamen Ausflug über die legendäre Nordschleife ein. Dann geht es mit dem fabrikneuen Krankenwagen im flotten Galopp über den geschichtsträchtigen Asphalt der grünen Hölle.
Zügig unterwegs sind die Handwerker aus der Eifel, aber auch beim Erschließen neuer Märkte und liefern ihre Einsatzfahrzeuge rund um den Globus aus. Wir beliefern neben Deutschland fast alle Länder in Europa, Benelux-Länder, Schweiz, Türkei. Und dazu ist einer unserer Hauptabnehmer die Volksrepublik China mit jährlich etwa 200 bis 250 Fahrzeugen. Momentan auch Indien, Libyen und andere Länder. 36 Mitarbeiter zählt der Betrieb, darunter 4 Lehrlinge, die sage und schreibe bis zu 300 Fahrzeuge jährlich bauen. Eine Arbeit mit hoher Verantwortung, denn nicht nur jeder Griff der Rettungskräfte muss im Ernstfall sitzen, auch ihre Technik muss fehlerfrei und in jeder Extremsituation funktionieren. Ob nun bei knackigen Temperaturen im Winter, Sturm und Regen oder brütender Hitze im Sommer und das weltweit unter allen Bedingungen. Bleibt zu wünschen, dass Sie nie auf die Hilfe der gerade vorgestellten Handwerker angewiesen sind. Und falls es doch einmal zu einem Notfall kommen sollte, können Sie sich natürlich auf die Männer verlassen. Alle Informationen rund um die Sendung erhalten Sie wie immer im Internet auf der Seite hwk-tv.de. Und mit einem ganz großen Dankeschön an all die ehrenamtlichen Helfer gebe ich zurück ins Studio.